Der zweite Komplex ist, nationale Probleme bekommen wir rasch in den Griff. Es geht um die globale Dimension. Wir sollten doch hier nicht so tun, als handle es sich beim Globus bzw. der Menschheit um etwas völlig Homogenes. Große Teile der Menschheit stellen überhaupt kein Problem dar, weder bei ihrem Ressourcenverbrauch noch bei ihrer Umweltbeanspruchung oder was auch immer. Es ist eine verhältnismäßig kleine Gruppe von Volkswirtschaften, von Ländern, die das Problem darstellen. Und wir Deutschen marschieren damit an der Spitze. Es gibt leider kein entwickeltes Land auf der Welt. Entwickeltes Land heißt, Bevölkerung hat eine Lebenserwartung von 72 Jahren, erwirtschaftet mindestens 10.000 Euro pro Kopf der Bevölkerung und geht 8 Jahre lang in die Schule. Keines dieser Länder befindet sich innerhalb der Tragfähigkeitsgrenzen dieser Erde. Es geht um diese Länder. Und wenn die Länder zurückkehren würden in die Tragfähigkeitsgrenzen der Erde, wäre ein Großteil des Problems gelöst. Aber davon sind wir weit, weit entfernt. Wir Deutschen können überhaupt nicht davon reden, dass wir, wenn wir uns nur ein bisschen anstrengen würden, unsere Probleme in den Griff bekämen, sondern wir haben einen langen Weg zu gehen, ehe wir wieder zurückgefunden haben in die Tragfähigkeitsgrenzen der Erde. Der